ausgeblüht haben. Es hat 24 Stunden gedauert, der Scheiß. Und das Feature, dass ich die Kisten nicht sortieren muss, ist halt krank. Weißt du? Ich kann sagen, das habe ich so spät herausgefunden. Alles, was du im Lager hast, in jeder Kiste, egal wo das ist, hier da vorne, kannst du von allen... Alexa? Stopp. Kannst du von überall drauf zugreifen. Und das ist so krass. Kannst du bitte hier hingehen? Und dass diese Tiere dir helfen hier. So. Nochmal, machst du das jetzt? Was? Und dass diese Tiere dir helfen bei allem. Ultra heftig. So, jetzt kommt der. Speit Feuer, so wie so ein Drache. Wird er nicht immer angezeigt und dann verhüttet er das. Du musst die Tiere mit einbinden. Sehr geil. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen im Lager, weil ich das Ei ausbrüten will. Dann gehe ich noch ein bisschen erkunden. Obwohl ich Feuer bei dem Spiel gar nicht so sehr erkunden. Ich will bei keinem anderen Spiel so sehr wie hier zu Hause bleiben. Weißt du? Weil ich es einfach geil finde. Hier können die baden. Die tun selbstständig anpflanzen. Also ernten. Der andere macht hier das... der tut hier bewässern. Das kann ich auch mitmachen. Der andere tut abernten. Die hacken ein bisschen. Und jeder macht das auf seine andere Art. Der hackt hier ja auch. Macht es halt als Hirsch. Mit dem Geweih. Das ist so heftig. Ab jetzt jedes Spiel, was kein Inventarsortierungsmanagement durch Kiste oder so hat, hat verloren. Also, dass es automatisch dieser aus den Kisten nimmt. Weil das die meiste Zeit, also was ich habe ja zuletzt No One Survive gespielt. Die meiste Zeit, die man da verbrennt, ist einfach sortieren mit den Kisten. Katastrophe. Ja, sieht cool aus, ja. Ich habe dir ja privat habe ich dir noch so einen Text geschickt. Also für was ich halt quasi alles den doofen Datenschutz da brauche. Der in dem Video hat es da kreiert mit diesem I irgendwas. Aber es ist in keinem Generator ist alles mit drin. Du musst dann immer speziell auf die Seiten gehen und das selber raussuchen. Aber im Endeffekt einfach alles untereinander copy-pasten und dann ist man sicher. Selbst wenn ich die 25 Euro dafür ausgeben muss, für das, was wir da angefangen haben, bin ich mir nicht sicher, ob ich dann die Vollversion kriege, weil die reagieren ja nicht, gell? Hast du ja im Forum gelesen. Ja. Ja, und die ganzen Sachen müssen rein. Auch ganz wichtig, Amazon Partnerprogramm muss auch da rein. Und dann kann ich den Link, den Ref-Link reinposten. Ist halt cool. Und wenn das alles mal so wasserdicht wie möglich ist, dann je nachdem, wie ich jetzt Behandlungen habe oder wie es mir geht, könnte ich halt noch ein bisschen länger und mehr machen. Aber momentan ist es schwer, weil ich immer noch jeden zweiten Tag Behandlung habe. Die Woche was weniger und dann stellt sich heraus, ob ich noch mehr muss oder erst ein bisschen pausieren lasse. Ich brauche ein bisschen Pause zwischen den Sachen. Ich kann alle zwei Tage rauszugehen, schadet mein Körper mehr als
an ihm zu helfen. Aber war heftig. Also der gestrige Tag war krass. Nach dem Durchmachen, dann unterwegs hier behandelt worden, nach Hause gekommen, Server aufgesetzt, kurz 2-3 Stunden geschlafen und dann ein bisschen das gezockt, dann noch 6 Stunden lang gecuttet für erste Folge und Shorts. Wollte ich halt rausbringen alles. Das neue, was ich installt habe, ist auch sehr gut, kostet aber etwas mehr. Aber der Datenschutz schaut doch gleich aus. Ich habe nur gesehen, dass die Cookies anders sind. Sonst, wenn ich auf Datenschutz gehe und Impressum ist genau wie das alte. Du stoppst das bei einer Minute? Ist das denn aktuell und wird immer wieder geupdatet? Hast du dich da informiert? Ausgebrütet. Halten, brütet. Oha, oha, erstes Ei, erstes Ei. Erstes Ei. Ausgebrütet. Norox, ne, Nox hat das Licht der Welt. Nox. Erstes ist Nox. Paldex. Nox, Nox, Nox. Nox, Nox. Da müsste man noch so ein Filter, was man hier suchen kann. Ich weiß es nicht, wo Nox ist. Das alte beim neuen gucken muss man erst zahlen, wenn. Ja, okay. Was ist mit dem Preis? Ich habe halt keine Möglichkeit mehr, irgendwo was zu payen oder so. Müsste versuchen, dass ich wieder jemand vielleicht also irgendwie am Bargeld rankomme und dann jemand Bargeld gebe und hier sage, überweis mir das irgendwo, dass ich irgendwas zahlen kann im Internet. Das ist so unangenehm. Lol. Dann machen wir das einfach so. Wir machen es einfach so, wie der im Video da sagt. Wir nehmen diesen Generator. Für Datenschutz. Wir nehmen den Generator, fügen da alles hinzu, machen Copy-Paste von dem und den Rest, den wir brauchen, tun wir einfach hinzufügen, auch Copy-Paste. Du kannst mal kurz über das Video drüber gucken, man, das kennst du ja alles. Generator nutzen, dann hast du 20 von 30 abgedeckt und die anderen 10 musst du selber googeln und machst Copy-Paste. Weil ich glaube nicht, dass auch in dem neuen Plugin, was du da gefunden hast, alles dabei ist. Ist da alles dabei, so von den ganzen Sachen? Da Discord, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Kofi, Amazon Partnerprogramm, Google Analytics. Also man muss halt, glaube ich, immer noch was. Ja, 59 Euro, das ist einfach teuer. Ist teuer. Wenn es jetzt ein 5 oder ein 10er ist, okay. Aber ich kann dir gar nicht sagen, da muss ich dir mal dann privat sagen, was ich überhaupt hier reinstecken musste, dass ich überhaupt das zum Laufen bekomme. Ich habe es ja, glaube ich, schon so ein bisschen gesagt, so teilweise. Genau, nicht alles. Und wenn nicht alles enthalten ist, dann lohnt sich das gar nicht. Dann kann man es ja gleich manuell machen. Die Cookies von dem anderen waren doch okay, oder? Also von dem anderen. Also Cookies hast du ja eh drin. Ist ja im Endeffekt egal, welches du hast von wem. Scheißegal. Kann man denn zu dem jetzigen
Datenschutz nichts hinzufügen, dass wir quasi das nehmen, so wie es jetzt ist, und dann einfach noch was manuell adden. Geht das? Okay, der nächste ist die Nossom. Den haben wir doch schon. Doch. Dann was hältst du davon, wenn wir das jetzt so als Vorlage nehmen und dann einfach den ganzen restlichen Müll dazu klatschen? Mehr oder weniger. Das ist auch ein Dinossum, ist auch gefrorenes Frucht, ey. Theoretisch könnte man das ja machen, oder? Also. Alexa, setze Timer 3 Stunden und 50 Minuten. 3 Stunden und 50 Minuten, ab jetzt. Gut, ich muss ja, glaube ich, eh nicht da sein, im Endeffekt, oder? Alexa, setze Timer 2 Stunden und 50 Minuten. Zweiter Timer, 2 Stunden und 50 Minuten, ab jetzt. Möchtest du diesem Timer einen Namen geben? Feuchtes Ei. Okay, ich nenne ihn Feuchtes Ei, 2 Stunden und 50 Minuten, ab jetzt. Doch, Japp. Scheiße, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf was ist doch Japp gemeint? Mit Zusammensuchen oder Copy-Paste, schätze ich mal, irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr. Erstaunt mich aber, wenn wirklich Valheim dein Main-Spiel ist, dass dir das nicht gefällt. Aber macht ja nichts, ist Geschmackssache alles. So, dann gehen wir auf Erkundungstour, oder? Was ist hier? Brücke der Zwillingsritter, hier ist Level 17 Azurope. Okay. Wen nehmen wir denn mit? Nehmen wir den Boss mit? Ja, oder? QE? Wo ist denn der? Wo ist denn der Boss? Da. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir dahin. Schauen wir uns mal an, wie das so ist. Also ich kann mich ja hier porten. Schaut aus mit Essen. Wenn mich ein Pokéshot. Also ich habe nichts mit Pokémon zu tun. Es ist halt. Kennst du Factorio? Kennst du Siedler? Wenn du bei Siedler zum Beispiel irgendwas baust, kommen die kleinen Siedler, Männchen und helfen dir so zum Aufbauen. Ist hier auch. Jeder macht halt was anderes. Das ist hier auch so. Dann bei Factorio, wenn es so verschiedene Ketten sind. Ist hier auch so, du tust dann, der eine bringt das dahin, der andere bringt das dahin. Ist so ein bisschen wie Siedler, gemischt mit Factorio, dann eine Menge Ark dabei. Anstatt Dinos hast du halt diese Paul-Figuren, die so wie Pokémon sind. Die helfen dir immer und überall. Du kannst mit denen fliegen, du kannst mit denen laufen, du kannst mit denen vielleicht später schwimmen, du kannst so viel machen. Also Ark ist eine Menge drin. Dann, ja, keine Ahnung, was für Spiele alle hier drin sind. Ist schon viel. Oder Arno halt, keine Ahnung. Arno zum Beispiel. Kann ja auch Arno sein, muss ja nicht Siedler sein. Stören die Ads. Warte. Auf jeden Fall, ich hab viele Survival gespielt, das ist echt krass. Wer ist denn das hier? Melpaka, so ein Alpaka.
Will alleine spielen und nicht mit Bot-Haustiere. Ich genieße das. Ich bin halt immer fast in jedem Spiel komplett alleine. Ich genieße das. Ich will halt nicht alleine spielen. Yo. Ist nicht mein Setting, ja. Also, es ist ja bei mir auch so. Es ist genau das Gegenteil von meinem Setting. Bunt gezeichnet habe ich schon so gewisse Phobien. Weißt du ja eh, was das Ganze angeht. Ich bin mehr so halt für Setting von Real Life. So DayZ-Setting, so No One Survives. Das ist halt das Setting, was mir halt von der echten Welt-Setting. Aber das funktioniert ja trotzdem. Eier sind fertig. Und weißt du warum, Keksi? Der Server läuft weiter. Es ist einer der wenigen Server, der nicht pausiert, wenn kein Spieler da ist. Ich habe schon neu reingetan. Also, wir haben tausende von Holz, tausende von Steinen. Ich dachte, hä? Habe ich gesehen, die Eier sind gleich fertig. Habe ich sogar Timer gestellt für die alten und für die neuen. Und, ja. Aber das ist der Dino, den wir schon haben. Also, es ist halt, der Dinossum, den wir schon haben. Und der andere ist der Nox, den habe ich noch nicht gefunden. Hier, der da. Das ist der neue. Beim gemeinsamen Kampf erhalten ein Angriff für das Attribut Schatten. Allein passiert auch nicht. Ja, das kommt aufs Spiel drauf an. Weiß ich ja. Wer ist denn Liga der Pallfreunde-Anhänger? Liga der Pallfreunde Anhänger und schießt auf die Palldinger. Ja, krass. Ich glaube auch nicht, dass außer DayZ und No One Survived überhaupt ein anderes Spiel pausiert hat, bis jetzt. Bei dem Ding musst du halt immer schauen, bei ARK zum Beispiel musst du halt schauen, dass deine Dinos halt genug Essen haben, dass sie nicht verhungern. Hier zum Beispiel wirst du, glaube ich, auch angegriffen. Ich weiß ja nicht, ob die Angriffe pausieren oder nicht. Scheiße, ich habe auch diese andere Bälle. Warum tut er immer den? Warum tut er eigentlich immer den nehmen? Jo, man kann gar nicht dodgen, Alter. Hallo, fuck. Man kann gar nicht dodgen irgendwie. Alter, spinnst du? Ist mein Nightwing down oder was? Wow! Ja, okay. Ein Hammer, ja.
Mit der Taste Q werfe ich nur die blauen. Ich habe mir die auch hergestellt. Arc mag ich ja auch nicht. Schade. Das sind alles so geile Games, wo man so interagieren kann. Mit dem Environment, wie heißt das auf Deutsch? Mit der Umwelt oder so, mit den Tieren, mit dem Ganzen. Das finde ich geil, das finde ich echt cool hier. Dass man mit denen interagieren kann. Wie ist denn das mit der Taste Q? Kann man das umstellen, dass er bei Q halt die anderen wirft? Also die grünen, nicht die blauen? Ich musste wirklich die letzten, also generell versuche ich immer so mehr so über meinen Schatten zu springen, was die ganzen Games probieren angeht, auch was diese Phobien angeht, die ich habe. Und es ist okay soweit, ich habe ein paar neue Sachen entdeckt. Wie das hier zum Beispiel. Ich hätte das, glaube ich, früher nie getestet, wegen der Optik. Aber finde ich geil, dass das Game halt schon so viel hat und gar keine Mods benötigt. Da schon gut ist, wie es ist. Hier, warte. Warte, mein Flugvieh ist weg. Und was auch krass ist, du kannst sie einfach hochkriechen, ne? Das habe ich noch in keinem Spiel gehabt. Man sagte mir, das ist auch vieles von Zelda dabei hier. Das Ding oben oder unten? 100 Meter in die Richtung. Okay. Sind immer noch auf der Starterinsel. Was ist das? Deine Palseelen, okay. Ah, hier ist Speicherpunkt. Oh, da ist ein Dungeon, oder? Nee. Nur ein Speicherpunkt. Was ist das hier? Munition? Pistolmunition. Krass. Okay. Da könnte ich ja kurz nach Hause. Den Nightwing da reparieren lassen. Ich weiß nicht, ob es die ganzen Server Settings überhaupt angenommen hatte. Nightwing, reck mal bitte. Das ist der einzige, der fliegen kann. Kann man da noch mitnehmen. Und das funktioniert hier mit dem. Wenn ich den mit dabei habe, in der Liste kann ich 500 Kilo tragen. Wo ist denn der? So einer. Das sind zwei ja Malochen. Sortieren, ja. Ah, da. Ich müsste die halt nur noch ein bisschen leveln. Einfach hier im Team haben, 500 Kilo jetzt, beste. Ultra.
Was ist das? Alter Ritualplatz, what? Hier, da ist auch ein Boss. Oh, ich habe aus Versehen einen Boss angegriffen eben, oder was? Hä? Ich habe diesen König da hingeschmissen und habe dadurch aus Versehen einen Boss angegriffen. Entschuldigung. Lebt immer noch, oder was? Drecksack. Scheint, habe ich echt den Boss gepult eben hier. Petalia, das war der Boss, ja? Cinnamond. Ui. Robin Quill. Yo, 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 yo. Oh, 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 ich renne in die Bomben rein, ich Depp. Ach, das sind so Sachen am Boden. Oh mein Gott. Wow, 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 20 Leben. Der macht alle Tote, zum Glück. Scheiße, 55 Leben. Ich bin in alle Bomben reingegangen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Bomben sind. Weizensaat. Ist ja voll gefährlich hier. Aber er killt alle. Das ist das. Außer der konnte nichts gegen Mammut. Mammut war zu schwer. Luftkanone gelernt. GZ. Hier muss irgendwo ein Boss sein. Ich würde nur mal freischalten. Ich habe zu wenig Leben. Rüstung beschädigt, zu wenig Leben. Oh Mann. Das klingt wieder kurz nach Hause, oder? Was zum Teufel sind wir hier bei irgendwelchen Techs oder was? What the fuck ist das hier? Ja, hoch kann ich da nicht klettern. Das ist, glaube ich, zu hoch. Da reicht mir die Ausdauer nicht. Alter. Hallo. Nimm mal das Erz mit, bevor ich hier mehr gehe. Nimm das Erz hier mit. Oh ne, nicht beschießen, da hacken. Denn ich kann jetzt 500 Kilo tragen. Was machen die denn da alle? Obwohl ich das zweite Schild habe. Habe ich trotzdem gebumst, die anderen. Ich würde gerne so ein Schmetterling haben wollen. Aber Leben so low. Ich weiß ja gar nicht, ob das dann, wenn man auf den drauf ist, müssen einen Sattel für ihn bauen. Wenn man auf den drauf ist, kann man die auch nicht dodgen. Man wird auch voll getroffen. Ich kenne einen guten Spot für automatische Erzfarm, wenn ich Zeit habe. Unsere Plan, sag ich dir. Automatische Erzfarm. Oh, hast du dir was angeguckt? Da bin ich ja gespannt. Ich dachte, wir müssen halt irgendeinen bestimmten zähmen, der das dann kann. Was macht er? Das ist ein wilder Typ, sage ich euch. Okay. Ein Top-Spot, okay. Oh, das ist ja gut. Es gibt
sehr viele Spots zum Farmen. Also an Spots mangelt es ja nicht. Das Ding ist, ich habe halt nicht genug Gewicht. Weißt du? Ich habe jetzt 500, weil ich den einen Typ in der Tasche habe, anstatt 450. Aber so an Spots mangelt es ja eigentlich nicht. Es gibt ja sehr viele. Und ich würde dann jemanden gerne mitnehmen, der das macht. Damit nicht ich das machen muss. Oh mein Gott, guck mal an hier. Was hier liegt. Ich habe die hier. Die Wixi habe ich hingelegt. Da steht bei der Beschreibung, wenn sie die auf eine Farm stecken, droppt die Items. Sie hat hier 21 Kugeln gedroppt. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Solange wir trotzdem noch selber was herausfinden und nicht nach irgendwelchen Schema arbeiten über Factorio, wo ich dann einfach gesagt habe, du, Spiel stopp. Lieber nicht spielen als Schema spielen. Salatsamen. Okay. Oha. Weizensaat. Hellclaw-Fleisch. Ist bestimmt lecker hier. Das kann ich noch gar nicht grillen, oder was? Mach mal ein schönes Ei. Die sind alle voll depressiv. Ich hatte ja diese, dass sie mehr arbeiten sollen hier drin. Hast du wieder rausgenommen. Ding ist, müssen wir dann farmen oder gibt es die Möglichkeit, dass die farmen? Ich muss noch ein Level machen, dann kann ich den Kochtopf bauen. Es gibt Setting beim Server. Base? Basecamp Worker Maximum. Das sind, glaube ich, die paar jetzt. Da war auf 15 beim Server. Ich habe es mal auf 20 gestellt. Ich habe halt ein bisschen was verändert. Also ich habe der Tag verläuft jetzt nicht mehr mit 1,0, sondern mit 0,75 Geschwindigkeit. Denn die Nacht habe ich nicht verändert, weil die brauchen wir wegen den anderen Pauls auch. Ich habe die Max Worker von 15 auf 20 hoch, aber wir können eh nur 10 gerade. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. Bisschen mal da rumgespielt. Hier sind die. Ja. Ich hoffe, ich kann halt hier im. Ich kann sogar die Werte erhöhen hier. Ich kann im Spiel nicht sehen, ob die Werte da passen. Hier, 55 jetzt. Kann das Fleisch hier nicht grillen, ne? Ich brauch da einen besseren Grill anscheinend. Eisentruhe wollte ich bauen. Mal schauen, wie die ausschauen. Ich habe ganz viel Metall hier machen lassen. Also wir haben eine Menge Metall eigentlich. Ich habe auch viel gefarmt. Ist eigentlich fast egal, wenn das alles so funktioniert, sowieso. Dass man von überall draus zugreifen kann. Ob man auch andere Truhen braucht, macht fast gar keinen Sinn. Aber ja, mal testen. Kommst du helfen? Jawohl. Da kommt sogar noch einer. Ich wollte sogar meinen droppen, der in der Tasche ist.
Wo ist denn der und hilft? Wenn ich jetzt hier meinen Drop aus der Tasche. Das wäre auch helfen, oder nicht? Ja, hier, auf geht's. Yo. Ist das jetzt viel mehr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. 10. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 24. Zu 10. Boah, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Passt. Verbraucht ja auch mehr Platz, die Scheiße. Lol, Fasern, ey. Fasern ist auch immer so eine Sache, ne? Die Sachen gehen schnell kaputt. Merke ich. Bei diesem Magiefutzis kann ich irgendwie nicht dodgen. Also die hätten wir viel früher rauslassen sollen, ey. Die Dame hier. Wir hätten nie wieder irgendwelche Paul-Sphären herstellen müssen. Die macht alles. Pfeile, Paul, also das, alles, was wir brauchen, droppt die. Wir brauchen noch so eine Wixi. Davor, du hättest da fünf Wixis und dann bist du nur noch am Rum, Wixi hier. Liegt hier alles rum, was du brauchst. Kranke Sache. Kranke Sache. Silberschuss habe ich schon gesehen. Aber wie stelle ich ein, dass er mit der Q-Taste nicht die blauen nimmt? Ich habe das doch nicht gepeilt. Ich muss den Noxmann hier holen. Ich finde den zum Reiten geil, den Dire. Den Dire Hole hier. Wandfackel, Holzstein. Ja, können wir mal schauen. Ich tue noch Holzstein, dann passt es ja. Handfackel. Handfackel, ich brauche Wandfackel. Baseballschläger. Verstehe ich gerade nicht. Warte, ich muss das reparieren. Warum lässt sich die... Und wo lässt sich diese Fackel bauen? Achso, muss ich die so bauen, oder was? Ja, ja, okay, muss ich manuell bauen. Okay. Passt perfekt neben das Feuer. Macht Sinn. Das Feuer geht doch irgendwie nie aus. Weißt du nicht, wie weit das Ganze geht hier? Wir müssen ausleuchten, damit die Creeper nicht kommen, oder was? Dam, dam, dam.
Oh, wenn... Ach, ich habe gar nicht gesehen bei den anderen das Tempo. Warte. 100% gut und hier? Etwas warm. Naja. Boah, was soll's. Pech gehabt. Habe ich jetzt ist mir eingefallen. Hast du Pech? Dann hast du es halt ein bisschen warm. Du das Feuer gleich abreißen. Das wurde eh nur für den anderen Blutvorgang gebaut. Einfach zwei Fackeln nebeneinander, beste. Und? Passt. Was mit dir? Okay, passt. Achso, ich habe keine Zeit gehabt, um den Server, um Serverwartungsarbeiten heute zu machen. Also beim besten Willen nicht. Willst du aber schon vor Enchanted noch machen? Wie so ein Hebel irgendwie. Ich meine, es geht ja eh alles, aber ich habe keinen Bock auf diese random Freezes. Das nervt mich halt. Naja, ich muss den ganzen PC auseinandernehmen. Board, alles, CPU, alles auseinander schon wieder zusammentun. Das muss ich erstmal schaffen, den aus dem vom Boden zu holen. Dies, das, das ist körperlich für mich schwer. Und das sind alle Server. So das. Arc-Server, No One Survived-Server, alles ist da drauf. Kleiner Fehler. Gibt's kein Ding mehr. Ne, es passt ja nur. Ich habe irgendwie, dass mich das gestört, dass es diese Freezes gibt. Normalerweise ist das so einmal im Monat, aber ich habe da schon mit jeder drüber geredet, was ich ein Hardware-Problem habe, wie viel Pech ich da habe. Das hat da keiner irgendwie. Lol. So, aber doch, Valheim ist Service auch drauf. Ist auch drauf. Ja. Es sind, glaube ich, zwischen 20 und 30 Spieleservice noch drauf, aber halt nicht alle gestartet. Nur bei Bedarf. Weißt du? Hä? Hatte ich nicht die Schemata hingeklatscht oder was? Guck mal, ich habe doch hier überall diese... Hauptsache, das Haus brennt nicht ab. Und das am besten auch noch außen, vor das Haus. Geht das auch? Hä, wo sind sie denn alle hin? Ich hab das doch hier so hingeklatscht, so. Hier auch. Bisschen übertrieben, aber ist ja scheißegal. Ich habe es ja oben auch gemacht. Nicht einmal die hier sind da am Bett.
Ja, weiter. Der ist ein Lieber, der hilft bei allem mit, hey. Ganze Haus hier, gibt's doch. Ist das auch eine Wand? Nee, das ist eine Treppe. Schade, jetzt hätte ich es da hingeklatscht. Okay, wir gehen schlafen. Bei Schlafen lohnen sich die Fackeln. Guten Morgen, was geht? So. Achso, ich kann, noch hier, kann hier noch das Ding brennen. Ich brauche, also im Endeffekt brauchen wir eh nur einen Ofen, weil es geht eh nicht mit beiden irgendwie. Das macht's nicht richtig. Jo, wie viel von denen haben wir denn jetzt? Krass, von den Muffis. Von den Muffis hier. Die wollte ich mal testen. Was macht die denn? Brissler, haben wir noch keine. Dann hatte ich doch gestern eine, aber hab's nicht mehr. Brissler. Die Stacheln dieses Pals sind giftig, kann Chinamod gut leiden und schaut nur dann fröhlich, wenn diese zum Nektar sammeln kommen. Wenn dieser Pal mit Team ist, wird der Ank von Pals Typ Gras erhöht. Aussaat, Handwerk, Arzneimittel Level 2 sogar schon. Oh, sogar Salatsamen. Oh, die kann eine Menge, ey. Die kann eine Menge. Weißt du ja, Tag. Was macht ihr denn jetzt? So, die tut ernten. Jetzt tun das beide? Soll ich mitmachen? Der kann ja wirklich alles, der Kleine, der Rosane, der Kativa. Okay, das ist so ein bisschen wie Aquarium-Effekt, was man hier so macht. Man schaut hier so zu. Das, ach, die sammelt auch. Okay, die macht ja auch alles, lol. Das ist eine Liebe. Floppy. Was macht denn Floppy? Floppy. Mag Orte mit viel Grün. Leider häufen sich immer unter Floppys neuerdings immer mehr Fälle von Heuschnupfen. Wenn dieser Pal im Team ist, erscheint in deiner Nähe und erscheint er in deiner Nähe und macht sich selbst auf die Suche nach Gegenständen in der Umgebung. Gut. Machen wir das mal. Anstelle, dem habe ich Gewicht, da ist der Wolf, brauche ich jetzt nicht. Aber ich brauche den Flieger, brauche ich wieder. Und dem da. Den Flieger muss ich mal essen gehen. Gib mir mal ein paar Börschen hier. Ja, die Hälfte brauche ich nicht. So. Ein paar Börschen. Essen wir mal die alle. Alle nur alle so verfressen, Alter. Alle so verfressen. Hier. Wieder nur sehen. Ah, hier, dieses habe ich noch nicht gesehen. Hier gibt es ja, glaube ich. Hier ist der Weizen hier. Okay, habe ich alles schon jetzt gebaut? Ich denke schon, ne? Mühle habe ich. Achso, Mühle müssen wir da manuell rausnehmen. Die können immer nur 11 Weizen machen. Rezept wählen. Achso, wir müssen es auch manuell starten. 105 würden gehen. Boah, nee. Weil wir so viel Weizen haben.
Muss da einer helfen? Achso. Okay, welcher muss denn hier helfen? Scheiße. Ich hab den vielleicht rausgetan. Es muss halt irgendeiner helfen, der das kann überhaupt. Was ist denn mit dir? Wieder dunkel? Nee. Hey, die lässt sogar Goldmünzen fallen. Leute, ich tu drin Pfeile herstellen, krieg hier Pfeile ohne Ende. Ich glaube, wir brauchen echt einfach 10 von denen hier, dann haben wir auch Gold ganz viel. What the fuck, Alter. Was gibt's noch für Geschirr? Ermöglicht das Daydream, wenn das im Team ist, durchgehend draußen bleibt. Okay, testen wir mal. Ich verstehe die Logik nicht, was du sagst, was du hier sagen. Es bleibt sowieso draußen. Ist er dann als zweiter draußen? Wir brauchen Leder und Fasern. Check ich nicht. Normalerweise, wenn du ein Ding rausholst, ist es da sowieso draußen. Schon gestern nicht verstanden. Du hast halt 5 Begleiter dabei, kannst immer nur einen draußen haben. Ist ja okay. Aber bei dem steht, dass es durch dieses Geschirr ermöglicht, dass er für immer draußen bleibt. Macht das, weiß ich nicht genau. Ich glaube, braucht halt Leder noch. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Habe ich gestern schon mich gewundert. Wie ist der? Ach so, aus dem Mehl können wir Brote machen. Oh, verstehe, verstehe. 333 Pfeile? Wer hat denn so viel bestellt? Ich oder was? Ja, mach halt. Mats haben wir ja. Die ist ja schon fleißig hier. Mats haben wir ja. Ich brauche Leder. Wer droppt denn Leder hier von euch? In der Nähe keiner, oder? Yo, was ist denn das hier? So liegen überall irgendwelche Sachen zum Sammeln rum. So, viel Spaß bei Serie. Tichimichi. Wie machst du das denn, wo du mit den Dingern da, suchst du die dann raus oder was, die einzelnen Sachen? Tust du da das noch adden, das Notwendige, oder hast du da irgendwelche Vorlagen noch? Macarena, ey, Macarena, ey.